Meister Ströms hier wieder anschaltet. Ich habe es schon Ewigkeiten nicht mehr gemacht. Meinst du, geht das noch? Ja, ich glaube, das geht noch. Ich glaube, das geht. Da kommt eine Sequenz. Ach nee, die haben wir letztes Mal Nee. schon gesehen. Oh, kann man die überspringen? Nee, oder? Nee, ich lasse die jetzt Nee. laufen. Ich könnte ein von zwei Spielern Abstimmung. Hä? Wie kann ich das jetzt? Die haben wir das schon gesehen. Wir werden doch jetzt gleich abgeschossen. Pass auf, ein Monster. Weißt du? Ach so. Was kann man denn hier noch so machen? Spiel stoppen? Zeitsperre für Da, Spieler. jetzt, guck mal. Oh. Ah. Kann man das eigentlich auch mit Gamepad spielen? Ich würde es nicht wollen. Nee, ne? Nee. Aber das gibt's doch für Konsolen, glaube ich, oder? Das gibt's bestimmt auch für die Switch. Bald. Teil 4. Na, den ersten Teil, glaube ich. Also ich liege hier rum. Ah, ja, jetzt erinnere ich mich. Warum habe ich hier. Hallo? Komm her. Ja, ich muss jetzt aufstehen, warte. Oh ja, jetzt weiß ich wieder, wo wir sind. Oh nee, das ist Ja. nicht gut. Das Nee? ist gar nicht gut. Vor allem, Nee? sie haben gar keine Waffen. Na ja, guck mal, pass auf. HQ, this is Stone. Wilson's chopper is down. Repeat. We are down. I need We are extraction. down. Ja, ich glaube, wir sollten erstmal irgendwo hin. Also, Come ist ja schon eine Ewigkeit her, dass wir es gespielt haben. Ist ja schon fast ein Dreiviertelmonat. Also linke Maustaste schießen. Ja, das geht. Rechte Also, Maustaste, weiß ich nicht, was das es sein ist nicht soll. schießen, es ist greifen bei mir. Oh, was ist Guck mal, das? hier ist was. Ein Hammer. If I had a hammer. Ich will auch einen Hammer. So. Oh, Vorschlaghammer. Ha, guck mal hier. Hier steht drauf, Vorsicht. Oh, der ist aber groß. Das ist ein Oh. großer Hammer. Wow. Ey, hau mich nicht. So, wo müssen wir lang? Da lang. Oh, guck Glaub mal, da ja. hinten ist noch was. Wo? Hier, Das wo ich da lang gekommen leuchtet. bin. Das ist. Ich werde verfolgt gerade. Ach so, das ist nur Panzerung. Egal. So. Ja, und Panzerung ist wichtig. Ha, 25. Ah, die nächsten Viecher. Sam 4. Oh. Oh, Oh, der ist groß. Ja, groß weg. Ich renne jetzt einfach hier. Noch ein Okay, Hammer. du Oh. hast Besuch hinten. Hab ich Besuch? Hey, weg mit euch! So, Problem gelöst. Okay, da sind noch welche. Okay. Oh, Nahkampf ist auch gut. So. Und sonst so? Ja. Warte mal eben. Ja. Ah, okay. Ich hab mich gewundert. Oh, warte. Was Wo denn? kommt das hin? Bin ich noch da? Ja. Ruckelst du oder? Oh, wir Ja, kriegen jetzt geht's Besuch. wieder. Jetzt geht's gleich. Oh, jetzt. Aber ich muss mal kurz was gucken. Warte mal. Was denn? Ich glaube nämlich ganz dolle, dass mein Ström gar nicht geht. Ach so, ja, ich habe Hohohoho. nämlich auch gerade gecheckt, ob die Aufnahme geht. Und wenn man rausswitcht und wieder reinkommt, dann ruckelt es wie Sau. Oh, Aber ich kill mal die Viecher. mein Ström geht gar nicht. Oh. Also, ich sehe gar kein Bild. Ich bin Das offline. ist Aber warte mal. Warte mal. Das bedrückend. ist bedrückend. Warte mal. Ich mache mein Ström zu. Ja, hier Ich kommen muss auch meine Geräusche. Aufnahme zumachen. Ich mache mal jetzt den Stopp. Die cutte ich mir hier wieder zu. Dann drücke ich meine Stream-Taste und habe natürlich den falschen Dings da aktiv. Ich muss ja die Spielaufnahme nehmen. Sagt es doch. Ja, ich habe Zeit. Ja, wenn dann. Was jetzt? Wieso wird gestartet? Ich will. Nein. 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 So, jetzt. Also bei mir geht es auf jeden Fall Ja. nächsten Monat, nee, übernächsten Monat gibt es hier Super Vectoring. Das heißt, ich habe unfassbar krasse 150, 150 sogar. Und 150 endet. was hast du dann im Upload? Keine Ahnung. Was ist denn das im Upload? Weiß ich Nee, nicht. nee, 150 Mbit ist ja bloß der Download. Also ich denke mal, da wirst du im Upload so 10 oder 25 Mbit haben, ne? Also,
Im Moment, ja, die haben irgendwie ein Problem bei uns in der Leitung. Wir hatten normalerweise, lagen wir so immer bei 80 ungefähr. Oh, doch so viel, ja? Und im Moment, ja, mit normalen Vectoring und im Moment haben die irgendein Problem, weil die hier an diesem komischen Hauptverteiler-Dings, keine Ahnung, gearbeitet haben. Und jetzt haben wir nur noch 50. Und das ist echt, wenn man das gewohnt ist, mehr zu haben, ist es blöd. Ja, ich merke es ja immer auf Arbeit, weißt du? Weil ich habe ja hier mein Glasfaser und auf Arbeit ist halt DSL oder LTE, weil okay. Märkisches Outback. Ja, das ist manchmal ganz schlimm. Und dann denkst du so, ach, dann lädst du mal ganz schnell zwei Stunden lang was runter. Ja. Letztens beim Kunden saß ich nämlich, wollte was runterladen, Treiber von Nvidia, 300 MB. Die haben eine 10 Mbit Standleitung und der Download wollte nicht starten. Und ich hab dann das bei mir auf meinem NES zu Hause runtergeladen und habe dann nachher vom NES das direkt in, also beim Kunden in der Firma runtergeladen. Das war weitaus schneller. Das Interessante ist, dass die Internetseiten oder die Medien, die wir konsumieren, mittlerweile so anspruchsvoll sind, dass wenn du nicht mehr in diesem Geschwindigkeitsbereich ist, das macht alles keinen Spaß mehr. Ja. Also wenn ich mir jetzt vorstelle, ich hatte auch eine Zeit lang DSL 6000. Ja. Das ist ja fast unmöglich, jetzt damit noch vernünftig Handy oder Laptop oder Inter irgendwas zocken oder, das ist echt schwierig. Oder selbst nur in HD was gucken. Ja, geht nicht. Die DSL 16.000 ist so wirklich das Minimum. Das war ja auch mal eine Zeit lang sehr populär. Nee, ist definitiv nicht machbar. Also, aber mittlerweile. Wobei, jetzt mit der Europäischen Datenschutzgrundverordnung sind viele Seiten sehr schneller geworden. Ja. Weil ja. die ganzen Dinger, die sonst zusätzlich zum Tracking und Werbung und hast du nicht gesehen geladen worden sind, die fehlten jetzt alle. Ja, das finde ich sowieso dramatisch, weil die Firmen ja wirklich Jahre Zeit gehabt haben, alles umzustellen. Bei uns ja genauso. Da wurde auch die letzte Sekunde wurde das alles umgesetzt und dann wurde sich noch beschwert, also grenzwertig. Wer beschwert sich? Ja, der Aufwand, den man da hat, und das ist ja alles scheiße und doof und. Seien wir mal ehrlich, es ist nichts schlimmer oder mehr oder weniger als vor 2 Jahren oder davor. Eigentlich. Ja. Aber womit ein bisschen übers Ziel hinausgeschossen wurde, ist halt der Dokumentationskram. Der, weiß ich nicht, Datensparsamkeit sieht anders aus. Bist du noch da eigentlich? Ja, ich bin noch da. Okay. Ja. Also, ach, du bist rausgeflogen, okay. Nee, ich werde hier von diesem blöden Kackvieh, die ich schon dreimal getötet habe. Nee, ich kämpfe hier gegen... weißt du, gegen die? Nee, da wirst du gegen... wo war ich jetzt stehen geblieben? Dokumentationspflicht. Achso, die Dokumentationspflicht sprengt natürlich derartig den Rahmen. Reden wir nicht drüber. Also Datensparsamkeit sieht anders aus. Aber da soll ja jetzt nachgebessert werden. Ist ja nicht so, dass man 2 Jahre Zeit hatte. Das vorher zu kippen, weißt du? Das Problem. So, kommen wir auch langsam mal voran, oder? Ich weiß nicht. Ich glaube, das ist hier unendlich. Echt, ist ja schlimm. Oh, da drüben da ist der Helikopter. Ich vermute mal. So, ich habe alles eingesammelt. Ist alles ruhig hier. Irgendwo kommt was. Ich höre was. Oh nein. Oh. Nicht die. Oh, die. Ja. Oh. Leute. Nein, nicht zu mir. Nee. Au. Oh. Mann. Jetzt ist er weg. Hier noch welche. Wieso? Da hinter dir her? Nee. Haben die nicht gereicht oder was? Ja, doch, eins.
So, ich bin wieder topfit. 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 Oh, wo müssen wir eigentlich hin? Ich vermisse einen Cursor, der mir sagt, in welche Richtung ich gehen muss. Oh, ja, da kommen die nächsten. Kopfschuss. So. Da hinten. Rüstung ist hier, komm. Ja, hast du denn so ein bisschen die E3 verfolgt? Nur oberflächlich. Also ich fand, ehrlich gesagt, fand ich das dieses Jahr recht unspektakulär. Also so allgemein unspektakulär. Na, Nintendo war ein bisschen flach, habe ich gelesen. Geht. Aber also, wenn ich mir das so die anderen so im Vergleich angucke, klar, da waren so ein paar, also Cyberpunk zum Beispiel von CD Projekt, mega. Soll Multiplayer werden. Soll Multiplayer werden. Oder hat Multiplayer-Komponenten. Hat Multiplayer-Komponenten. Ja, ist heute... persönliches Highlight. Ist heute rumkursiert, diese Info. Also ich glaube, da müssen wir alle aber auch neue Rechner erfinden für dieses Teil. Nee, also, das glaube ich nicht. Also die entwickeln ja schon auf aktueller... hier ist ein Wurm. Ich bin tot. Also, also hatte ich jetzt so das Gefühl. Kann natürlich täuschen, aber... Was, dass ich tot bin? Nee, das täuschte nicht. Nee, oh. Nicht die Systemvoraussetzungen. Nee, also. Ach du Scheiße. Ich sehe nur eine Staubwolke. Ja, das war ich. Oh. Oh, ich gehe hier ein. Oh, diese Hüpfviecher. Nee, Bomben. Oh, ich bring was mit. Ja, ich auch. Was ist das für ein Typ? Ey, hier laufen Leute rum, das geht gar nicht. Echt? Voll im Strom hier. Aber voll im Stress bin ich hier. Was? Meine Fresse. Bist du noch da? Aua. Ich war da hinten am Kämpfen. Oh, aus welcher Entfernung schießt der denn? Komm schon. Genau so. Und da oben ist noch ein Hubschrauber. Oh, wir brauchen Raketen. Ich habe eine Minigun. Au, ich bin tot. Was ist das? Ich bin, glaube ich, auch tot. Ah, nee. Oh, das sind zwei Hubschrauber. Das sind zwei Hubschrauber. Wo ist hier eine Minigun? Keine Ahnung, es sind zwei Hubschrauber hier. Ich finde das nicht in Ordnung gerade. Nee, ich auch nicht. Ich mach erstmal den Skorpion da hinten platt. Ich glaube, der ist platt. So, jetzt renne ich. Ich renne hier nach unten renne ich. Au. Oh. Ich bin hier unten, Chiki. Ich komme. Okay, komm. Ich warte auf dir. Munition. Hier ist eine Waffe. Okay, und Raketen gibt's hier. Oh, Raketen sind gut. Was haben wir hier hinten? Gerne den dazugehörigen Raketenwerfer. Ja, aber eigentlich klingt es doch ein bisschen... Hier ist der Raketenwerfer. Ich habe ihn. Sehr gut. Aber Raketenwerfer klingt ein bisschen doof, oder? Wie sollen wir es sonst nennen? Ja, der wirft ja nicht. Nee, das stimmt. Hast du schon was getroffen, oder nicht? Ich hab einen Treffer. Oh, ich bin fast tot. Hier unten ist noch mal eine Kiste mit Raketen. Oh, warum treffen die denn immer? Was? Oh, Entschuldigung. Oh. Einer ist weg. Okay, dann ist der zweite auch gleich weg. Ich hab ihn im Visier. Ich glaube, den haben wir. Meinst du? Yep, jetzt aber. Nein, jetzt haben wir ihn. Oh Gott. Oh. So. Jetzt noch die kleinen. Da oben rennt irgendwo was. Gefällt mir nicht. Kleinen killen, ja. Gefällt mir nicht. Hier ist gar nichts mehr. Guck mal hoch hier. Oh. War doch was. Irgendwie ist alles ruhig. So, da drüben ist wir lang.
Oh, oh, ich höre was. Oh, der ist weg. Und hier gehe ich runter. Meins. Brumm. Wo bist du? Hier. Hinter dir. Oh, hab ich mich erschrocken. Hättest du sagen müssen, was Kleines. Hinter dir. Ach so, okay. Hm. Ich glaube, wir müssen... Content? Ja, weiß ich nicht. Wir müssen da hinten hin. Wollen wir wetten? Ah ja. Mhm. Ich renne mal der Rakete hinterher. Aber nicht einfangen. Was gibt's hier Schönes? Dam, dam. Oh, Munition. Okay. Okay, da kommt was. Ich hör's. Jo. Irgendwas ploppt gerade auf. Boah. Mein Gott. Es werden immer mehr. Aua, aua. Oh, oh, dicke, dicke. Wo ist der dicke? Oh, Wurm. Oh, Wurm. Oh mein Gott. Ich lebe ja wieder. Shit. Ich hab irgendwie Grafikfehler am Start. Echt? Oh. Nicht gut. Oh, gib weg! Oh. Warum sind es so viele? Ja, ich weiß nicht, ich weiß nicht. Und wenn man rennt, kann man nicht schießen. Oh oh. Oh, 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 oh. So, weiter geht's. Oh. Was? Der hat mich mit seinem Schwanz getötet hier gerade. Wo ist er denn? Da hinten. Firefox wurde von einem Arachnoiden erstochen. Von seinem Schwanz. Genau so. Jetzt weißt du, wie ich mich fühle. Okay. Ja. So, ich habe eine Minigun jetzt. Oh ja, Minigun. Oh, hier ist auch einiges an Munition. Ja, ein bisschen, ein bisschen. Muss, muss. Ich denke mal, diese Minigun werden wir jetzt auch benutzen. Einer. Und zwei. Boah. Wir fahren aber jetzt alles auf, was sie können, wa? So. 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 Schön weggetreten. Mhm. So eine andere Umgebung fände ich mal ganz witzig. Ja. So. Oh. Was denn? Das bin doch nicht. Na, das ist Plum. Das warst nicht du. Ja, nee, was war noch, Edrea? Also wie gesagt, das Cyberpunk, das wird mein Favorit überhaupt. Schon allein, okay, weil ich sehr große Erwartungen aufgrund von The Witcher an die Jungs. Aber ich denke mal, sie werden dieser Erwartung auch gerecht werden. Zum Beispiel, ich bin ein bisschen von Vampire, bin ich ein bisschen enttäuscht, weil ich eigentlich von den Jungs, die Remember Me gemacht haben, von Don't Not ein bisschen was anderes erwartet hätte. Eigentlich schon. Aber es ist nicht schlechtes Spiel. Also es wirklich macht auch Spaß. Aber ich glaube, für ein Let's Play auf Dauer nicht so geeignet. Also die Kritikpunkte, die ich gelesen habe, die waren auch stimmig. Vor allem, ich meine, der Markt für diese Games ist ja da. Also Vampire,
The Masquerade hat ja ein Loch hinterlassen, was jetzt nicht so wirklich gefüllt worden ist. Und das hätte das Spiel ja durchaus werden können. Und ist es ja ansatzweise auch. Es hat ein riesengroßes Potenzial, muss ich nämlich... Oh, oh. Ja. Och, geh weg, Hexe. Oh, wieder so ein Hubschrauber. Echt? Oh, Mann, bist Viecher. Huh. Ach, das sind zwei. Ah, nee. Oh, mein Gott. Ach, der ist viel zu weit weg. Wie soll man den treffen? Oh, ja, tot. Socke. Ja, und dann macht es nämlich ziemlich schwierig, den zu treffen. Hey, zweimal hintereinander. Was denn? Ich hole mir den Dicken jetzt da hinten. Ja, ich hole auch, komm. Na. So. Wer schießt denn hier auf mich? Ach, der da. Den wir nicht mit den Sachen hier kriegen werden. Aua, aua. Aber... Oh, warte. Hält mich hier nicht einmal fest? Achso, dieses Viech. Aua. Mann. 10 Lebenspunkte, super. Ich fühle mich schon gleich besser. Auch noch so eine Hexe. Chiki, da ist noch eine Hexe. Wo denn? Die materialisiert gerade irgendwo. Ja. Hier nicht. Och nee, die Una. Aua, ich hab doch bloß noch so wenig Lebenspunkte. Hexe nervt. Ah, die ist aber noch nicht tot. Ja, Nintendo hatte jetzt nicht die großen Ankündigungen, aber ganz ehrlich, die hatten ein Mega-Jahr und das, was sie angekündigt haben, ist auch alles super. Und da kommt ja jetzt auch noch ganz viel Third-Party-Games raus. Und die Ankündigung, dass noch viele Third-Party-Spiele auch, welche, die auf anderen Konsolen schon veröffentlicht wurden, beziehungsweise für andere Konsolen angekündigt worden sind, auch für die Switch kommen. Da bin ich mal sehr gespannt, was da noch angekündigt wird, aber ja, es war jetzt nicht so, dass man sagt, diese E3 von Nintendo hat mich umgehauen. Mhm. Aber fand ich jetzt auch nicht so dramatisch, weil das ganze Jahr über jetzt quasi geliefert Super wurde, meinst du, ja? Ja, für Nintendo war das ganze Jahr über E3. Wir werden die Viecher nicht los irgendwie. Nee, ich hab hier Blut an meinem NG. Echt? Ich versuche hier gerade mit dem Nötigsten zu überleben. Wieder ein Hubschrauber. Aua, ich bin doch gleich tot. Ich sehe nichts. Oh, tot. Tot. Ach, die kann man echt nur mit einem Raketenwerfer platt machen da oben. Ja, wo ist er denn? Oh. Das sind zwei Stücke. Echt zwei, Tatsache. Ma. Oh nein, bitte nicht. Hörst du es? Ja. Oh. Das gibt's doch nicht. Also das, ja, ist anspruchsvoll hier. So. Warum fliegt da oben? Ja. Jetzt, ich treffe ihn. Elder Scrolls 6. Ach ja, da war ja auch noch was, genau.
Okay, wir haben's, wir haben's, wir haben's. Jo. Die Elder Scrolls 6, dann Fallout 76. Da bin ich erstmal gespannt, inwiefern das Ganze Multiplayer sein wird. Oder es ist das, also ich habe es so gedeutet von wegen, oder mit Mitstreitern, bla bla. Da bin ich dann auf die Umsetzung gespannt, weil auf so einen Multiplayer-Teil hätte ich jetzt keinen Bock, aber je nachdem, wie es halt umgesetzt wird. Ne? Hm. Boah. Na, damit bin ich mal gespannt, allgemein, wie es ist, ob es dann eher auch wieder außerhalb weitergeht und wie groß das ist. Hm. Also von der nicht schon wieder so viel. Gesagt, viermal so groß wie Fallout 4. Ach, hör auf. Wird ja mal schlimmer. Haben die Leute überhaupt noch ein Bewusstsein darüber, dass man noch sowas wie ein Leben hat oder so? Nein. Ach komm, bleib stehen, du Mistvieh. Ich kann nicht meine ganzen Raketen nur wegen deiner Eskapaden hier. Oh. Ich hab gar keine Raketen mehr. Wo gibt's die nochmal? Die liegen hier immer so am Rand rum. Hab ich gelesen. Ah, okay. Oh. Da ich drüben ist doch was. Da sind Raketen. Ich geh mal hier rüber. Bam, bam, bam. Bam, bam. Hier sind Raketen. Eine ganze Kiste voll. Toll. Also eine unendlich Kiste also. Eine unendlich Kiste dahinter. Ja. Ah, okay. Auch bleib doch mal stehen, ich will dich treffen. So, er ist down. Nee, noch nicht. Boah, und was ich richtig fies fand, jetzt wo ich gerade an Fortnite gedacht habe, was für die Switch ja auch rausgekommen ist. Diese Klamotte mit Sony und Fortnite, hast du das mitbekommen? Nein, habe ich nicht. Also Fortnite ist Multiplattform. Das heißt, ja, das du ist aber ein Battle Royale, ne? Genau, du kannst es auf dem PC spielen, du kannst es auf der Xbox spielen, du kannst es jetzt auch seit ein paar Tagen auf der Switch spielen und du kannst es eigentlich auch auf der PlayStation 4 spielen. So, das Ding ist jetzt aber, dafür brauchst du ein Epic-Account, also Epic ist der Entwickler. Mhm. Epic also Mega Games, ja, Duke Nukem. Menschen. Mhm. Und mein Gott. Auf jeden Fall so ein Epic-Account und es gibt bei Fortnite auch so einen Battle Pass, den man sich kaufen kann. Dafür kriegt man dann halt so kosmetische Klamotten. Ja, also das ist jetzt nicht, dass es die irgendwelche Ingame-Vorteile bringt, sondern es ist halt reine Kosmetik. Und das Ganze ist mit deinem Account verknüpft. Das heißt, ich kann mich auf meiner Switch mit meinem Account vom PC anmelden und kann mich auch mit meinem oder könnte mich auch an der Xbox anmelden, wenn ich es habe. Aber wie Sony es so will, ist Sony genauso wie bei Rocket League sind es die einzigen, die kein Multi-Plattform-Gaming unterstützen, kein Crossplay. Also die quasi, wenn du einmal deinen Epic-Account mit der PlayStation 4 verknüpft hast, ja, dann ist das Ganze unbrauchbar. Du kannst es nur noch auf der PlayStation 4 benutzen. Toll. Ja, das ist, also alle anderen können miteinander spielen, genauso wie bei Rocket League und anderen Games. Und je nachdem ihre Plattform aussuchen, wie sie wollen. Aua. Ja, aber wie, du darfst wie, keine PlayStation haben. Dann aber wie verdienen die denn dann, wenn es immer kostenlos ist? Wie meinst du das? Naja, ist doch dann kostenlos ein Battle Royale Shooter, oder nicht? Ja, aber oder du was? Kannst dir ja. Also, dieses Fortnite ist ja eigentlich auch. Dieser Battle Royale Teil ist es ja eigentlich ein Multiplayer-Part von einem richtigen Spiel. Mhm. Also, Fortnite ist ja nicht nur dieses Battle Royale, also das, was ist Standalone prinzipiell. Und war ja schon Teil eines Games, was du für, ich glaube, 30 Euro gekauft hast. Hab ich das gekauft? Nö. Nicht, dass ich wüsste. Ja, deswegen. Und du kannst dir halt diesen Battle Pass kaufen, wenn du die Entwickler unterstützen willst. Oh, bist du da? Aua, und der ich kostet bin tot. 10 Euro im Monat. Okay. Aber es ist ein wirklich cooles Spiel. Hm. Muss ich sagen.
Ja, aber ich weiß nicht, ich komme mit den Royal-Teilen, komme ich da nicht so ganz klar. Bin ein bisschen zu hektisch, weißt du? Aber oh, irgendwie ganz witzig, weil ich meine, du sammelst halt Materialien auf der Insel ein und kannst dann, wie der Name schon sagt, dir so ein Fort bauen. Und am Ende kommt es halt darauf an, musst du halt überleben. Also der Letzte, der überlebt, hat gewonnen. Und das ist halt auch ganz witzig. Ich glaube, wir haben es geschafft. Ich hole mir noch Raketen. Nee. Doch, ich hole mir Raketen. Ja, aber geschafft glaube ich nicht. Ja, nee, wie gesagt, mit den Battle Royale-Teilen ist es, oder nicht Battle Royale-Teilen, mit den Spielen, das Prinzip ist immer klar. Na klar, dass das Spielfeld immer enger wird, aber eben halt, Ich weiß es nicht. Aber jedem sein Genre. Ne? Ja, ich hätte mich aber auch eher darüber aufgeregt, dass Sony alle anderen wieder aussperrt und... Ja, aber warum? Was haben sie denn davon? Ja, das verstehe ich nicht. Ich meine, selbst Nintendo, die jetzt nicht dafür bekannt sind, in irgendeiner Form glücklich zu agieren, was irgendwelche Online- und Multiplayer-Systeme angeht, selbst die haben das hinbekommen. Die Switch ist auch die einzige Plattform, bei der es ein In-Game-Voice-Chat für Fortnite gibt. Ich meine, hallo Nintendo? Hm. Die es erst mit dieser Generation hinbekommen haben, ein richtiges Online-Netzwerk aufzubauen. Also, naja. Und dann stellt Sony sich so an, warum? Macht keinen Sinn. Ich glaube, die sind noch geschockt von dieser, vor ein paar Jahren, diesem groß angelegten Hacking aufs PlayStation Network. Meinst du? Ja, ich denke, ja, das. Die wollen nichts mehr erlauben, was in irgendeiner Form. Boah, was ist das hier? Keine Ahnung, ich sammle jetzt erstmal Sachen ein. Also, wie als wären das so mega Control-Freaks geworden. Das, Aua. Aua, aua. Ja, die haben irgendwie nur das Glück, dass die so unfassbar gute Exklusivgames haben. Ich glaube, das ist nämlich eins ihrer großen Steckenpferde. Das sind Riecher. Was sind das denn für Viecher? Achso, die. Okay. Dass die halt einen Riecher für Spiele haben, die sie exklusiv nehmen. Absolut. Ja. Ich meine, wenn ich mir angucke, ich spiele derzeit noch Detroit. Ich muss sagen, es ist ein Sahnespiel. Ein absolutes. Ich habe ein Problem hier gerade, aber... Ja, das sind die Games von Quantic Dream sind aber auch mega. Der lässt mich nicht in Ruhe, Shiki. Das ist Raketen, warte mal. Ich habe von denen noch kein einziges Spiel gespielt, was mir nicht gefallen hat. Nee, deswegen, es steht auch noch auf meiner Spieleliste, weil jetzt, wo die Konsole da ist, muss das auch gespielt werden, logischerweise. Diese Typen hier sind echt übel. Ja, ich glaube, wir haben einen. Ja, den anderen hole ich mir gerade, wenn er nicht gerade abhaut. Ja, oder? Nee, ich hole mir erstmal Munition. Irgendwo noch mehr Munition? Hier sind Raketenmunition. Ah. Okay, da kommt er. Och, bleib doch nicht. Aua. Okay, da ist er. Nee, Quantic Dream halt, genauso wie Naughty Dog oder Sucker Punch. Warte mal eben, komm mal zurück. Ja. Ich mach mal eben Sucker Punch, absolut. Ja, um das mal kurz abzuschließen, ich mach mal einen kurzen Break hier. Ja. Drück mal auf die Taste und dann sehen wir uns gleich wieder. Tschüss. Tschüss.